Statt ab in die Tonne, ab ins Reparaturcafé. Einmal im Monat treffen sich dort geschickte Handwerker und sehen sich defekte Geräte oder Haushaltsgegenstände an, die jeder Interessierte vorbeibringen kann. Organisiert wird das Ganze vom Verein Treffpunkt Energie in Kooperation mit dem Verein Göttingen im Wandel. Das Besondere am Reparaturcafé: die verschiedenen Reparaturen und die Getränke sind vollkommen kostenlos. Die ehrenamtlichen Helfer sind meistens Rentner, Hobbybastler, Elektroinstallateure oder andere Techniker. Nur fehlende Ersatzteile müssen von den Besuchern selbst bezahlt werden. Und kleine Spenden sind natürlich auch gern gesehen. Doch die Ehrenamtlichen reparieren nicht nur, sondern bieten auch Hilfe zur Selbsthilfe. Die Besucher reparieren ihre Geräte mit Unterstützung der Fachleute so weit wie möglich selbst. Wer aber zwei linke Hände hat, muss nicht verzweifeln. Er kann den Helfern auch einfach über die Schulter schauen. Ich habe das in der Zeitung gelesen, also nicht erst jetzt, sondern schon länger. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, um dieses Gerät hier einmal vorzustellen. Und wenn es nicht gelingt, ein Gerät, so aus meiner Sicht, wieder zu reparieren, dann ist ein neues fällig. Aber zuerst mal probiere ich es hier. Es muss nämlich nicht alles sofort entsorgt werden. Man kann ja auch manche oder viele Dinge kann man auch reparieren. Reparateure und Hilfesuchende tauschen Fertigkeiten und Talente aus, entdecken altes Wissen wieder und geben Erfahrung weiter. Burkhard Heise ist gelernter Elektroinstallateur, seit 6 Jahren Rentner und freut sich, seine Kenntnisse nun im Reparaturcafé einsetzen zu können. Wenn es jetzt ein Gerät des täglichen Gebrauchs ist und es wird schwierig, irgendwo anders es reparieren zu lassen oder da zu teuer ist, dann lohnt sich das in jedem Fall. Wichtig ist nur, dass wir nicht unbedingt hier auf Teufel komm raus reparieren wollen. Wir wollen den Leuten helfen, auch selbst ein bisschen mit Hand anzulegen. Da gibt es manche, die sind sehr gut. Überwiegend sogar die Frauen. Die haben sogar Lust, selber irgendwas zu basteln und wollen einige Sachen sogar gern selbst machen. Wenn man es nicht ganz hinkriegt, besorgen sich mal ein Ersatzteil. Wenn man denen zeigt, hier so und so wird es gemacht. Die sind da weit wissbegieriger wie die Herren der Schöpfung. Also ich würde ganz gern viel mehr, dass vielleicht Kinder herkommen, die jetzt eine Rennbahn haben, die nicht funktioniert und der Papa zwei linke Hände hat und denen dabei helfen, das ganze Ding wieder in Betrieb zu kriegen. Da hätte ich noch mehr Spaß dran, wenn viel mehr junge Leute gibt. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass man es geschafft hat. Also das, wenn man sieht, wie die Leute sich freuen, dann wie jetzt die eine Dame, die ich hatte, die den Filmprojektor hatte, die Silvester gerne mit ihren Kindern diese alten Tom und Jerry Filme gucken wollte und sich richtig darüber gefreut hat, und das ist dann immer schön, dass der Ton funktioniert, nicht nur das Bild, sondern auch mit Ton, und das ist immer das, was das Schöne an der Arbeit ist. Repariert wird alles, was ein Mensch allein tragen kann. Solche Cafés öffnen mittlerweile in immer mehr europäischen und deutschen Städten. Ursprünglich kommt die Idee aus Holland. Die Idee dahinter? In unserer Gesellschaft wird zu viel konsumiert und zu viel weggeschmissen. Ressourcen werden immer knapper und die Ökosysteme werden zunehmend zerstört. Hinzu kommt die sogenannte geplante Obsoleszenz von Geräten. So bezeichnet man die Absicht der Hersteller, die Lebensdauer ihrer Produkte gezielt zu verkürzen. Das zwingt den Besitzer, sich immer wieder ein neues Gerät zu kaufen. Meist sind es billige Kleinteile aus schlechtem Material, die nicht lange halten. Klaus Kölmel, Initiator des Reparaturcafés, möchte durch die Reparatur alter Dinge ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Es werden überwiegend Geräte gebracht, die Unterhaltungselektronik sind, dann aber auch solche Küchengeräte oder also fast überwiegend elektrische Sachen. Wir sind jetzt mindestens 12 oder bis 14 Reparateure, sind nicht immer alle da, die hier arbeiten, also arbeiten, die hier praktisch ihren Neigungen nachgehen, und wir hatten kurz mal so eine Rundfrage gemacht, weshalb wollen Sie eigentlich mal mitmachen? Ja, dann sagen die ja, mir macht es einfach Spaß, wenn was kaputt ist, das wieder heil zu machen.
Und das macht mir einfach Vergnügen und deswegen sitze ich hier. Und wenn es kompliziert ist, dann macht es mir noch mehr Vergnügen. Und wir haben ja auch so ein Maskottchen hier immer aufstehen. Das hat uns eine ältere Dame hat das geschenkt, diesen kaputten Elefanten. Den habe ich selber zu Hause heil gemacht und der muss dann immer aufstehen. Der heißt Rüdiger. Der muss immer dabei stehen, wenn wir reparieren. So schonen die Besucher des Reparaturcafés nicht nur ihren Geldbeutel, sondern gehen auch einen Schritt hin zu einer nachhaltigen Lebensweise. Also das nächste Mal, reparieren statt wegwerfen. Das Reparaturcafé findet immer von 17 bis 20 Uhr am letzten Donnerstag im Monat statt. Treffpunkt ist der Holzhof in der Robert-Bosch-Breite 1a.